Alina Schönherr ist bei mir. Herzlichen Glückwunsch, Siegerin über 1500 Meter. Ich glaube, du konntest anschließend dein Glück gar nicht so richtig fassen. Nein, Dankeschön erstmal. Nee, also es war komplett unerwartet. Und mein Ziel war eine Medaille. Ich bin ja eigentlich 800 Meter Läuferin und deswegen mal auf dem 1500 unterwegs. Deswegen war es schon überraschend. Aber dann wusstest du vielleicht, dass du dich da auf deinen Endspurt verlassen kannst. Wie hast du während des Rennens deine Chancen eingeschätzt? Also ich dachte mir so, dass ich gute Chancen habe, wenn ich die ersten 5 Runden dranbleibe. Und da das dann absolviert war, dachte ich dann schon so, ja, das kann jetzt was werden. Und deswegen war ich dann froh, dass es zur richtigen Zeit dann gepasst hat mit dem Endspurt, ich vorbeikam und Glück da war. Wieso bist du denn nicht über 800 gestartet, wenn du sagst, das ist eigentlich deine Strecke? Also durch meine Verletzung letzten Sommer bin ich erst relativ spät in die Saison dann eingestiegen, konnte erst relativ spät wieder laufen und habe nochmal komplett an den Basics angefangen. Und deswegen wurde meine Schnelligkeit erst Anfang Januar wieder trainiert und das war dann einfach zu knapp für die 800. Und deswegen habe ich gesagt, riskier mal was, gehen wir dieses Jahr auf die 1500 mit meinem Trainer und ist ja gut gegangen. Ja, absolut goldenes Ende für diese Entscheidung. Aber im Sommer dann lieber wieder 800 Meter. Und was war da überhaupt los mit der Verletzung? Was ist dir passiert? Also im Sommer auf jeden Fall wieder 800 Meter. Also ich muss sagen, 1500 Meter ist schon relativ lang, sage ich jetzt mal so, weil die ersten 1000 Meter halt wirklich gar nichts groß passiert und dann erst hinten raus entschieden wird. Da sind die 800 schon ein bisschen spannender. Und im Sommer hatte ich hat mir die Sehne unten im rechten Fuß angezogen. Deswegen konnte ich auch nicht in Kenia damals starten. Ja, du hattest die Norm und die Quali für die U18-WM. Dann hoffen wir, dass es in diesem Jahr fit weitergeht und dass du dann das nächste internationale Ziel angehen kannst, vielleicht die U20-WM dann. Das hoffe ich. Dankeschön.